So. Das ist das erste Fenster. Nicht. Moment. Ich glaube, ich bin sowas von blöd. Vielleicht habe ich auch nur das eine Fenster für das andere offene Fenster gehalten, was ich schon gesehen habe. Ich hätte mal reingehen sollen. Das fällt mir jetzt erst rein. Okay, versuchen wir es mal. Hier ist nichts. Schließlich ist es etwas höher dann auch gewesen, das eine Fenster eben. Ja, das müsste hier sein. Nein. Ja. Ja, tatsächlich. Oh Mann, da hätte ich ja ewig weitersuchen können. Oh, wir stehen kurz vor dem Finale von The Follower. Dieser Titel, ja, genauso wie beim Ende von dem Hauptspiel. Ja, okay. Oh Scheiße, wie ist das? Alter, ich hätte dich fast weggehauen. Ja, ich bin's! Mach mich los, Scheiße! Du warst das! Du hast mit Reis Banditen gemeinsam... Wo ist es, du Hurensohn? Wo zum Teufel ist das Heilmittel? Du bist verrückt! Verarsch mich nicht dran! Wo ist es? Alter, ich wohne hier nur, okay? Ich hab keinen Plan, was du von Banditen fasselst! Boss, bist du da? Hallo, hörst du mich? Wer spricht da? Ist nicht nötig. Haltet einfach den Balkon im Auge. Warte! Hey, warte! Ich weiß ja, dass ich ziemlich übertrieben habe, aber die haben mich gezwungen! Crane! Wo wollen Hakan und seine Leute hin? Raus mit der Sprache! Zum Damm! Der Priester sagte, der Eingang sei im Damm! Bitte! Mit dir bin ich fertig! Oh, Scheiße! Puh. Oh, die haben die ganzen Turm niedergemeldet. Und ihren Boss dann gleich mit. Das nenne ich Loyalität. Im höchsten Maße.
Ah, Mist. Okay, ich soll die andere Waffe mal nehmen. Also, dass sie mich von da unten treffen. So, das waren die Ampullen. Zur Hölle, Arschlöcher! Oh nein. Hier ist Crane, hörst du mich? Die Fiolen sind zerstört, ich konnte nur ein paar wenige retten. Und Drais Männer sind zu euch unterwegs. Hörst du mich? Crane, komm! Hallo! Scheiße, ich sollte mich lieber beeilen. Oh,
Immer auf der Straße versuchen zu bleiben. Nein! Ah, Dreck. Egal. Wir haben es geschafft. Wir haben es gleich gedacht. Huhu. Und wie jetzt? So. Na komm. Kann der Timer nicht endlich ausgehen? Geschafft. Green, hörst du mich? Es hat funktioniert! Wir sind auf der anderen Seite! Und du glaubst nicht, was hier drüben ist! Dort ist ein großes Stadion! Hey, ihr zwei! Ihr lebt noch? Ach, Scheiße. Dann viel Spaß auf der anderen Seite. Naja, immerhin. Immerhin sind die beiden Idioten noch am Leben. Wer hätte das gedacht? Finden Sie die Mutter. Ach du heilige Scheiße. Fuck. Hey, hört mich jemand? Bruder? Noch mehr Kämpfe. Noch mehr Tote. Ich darf das nicht zulassen. Nicht noch einmal. Bist du das? Wo sind die Gesichtslosen? Was geschieht mit mir? Warum höre ich deine Stimme in meinem Kopf? Kinder der Sonne, Kai. Vor dem Ausbruch waren sie in Vergessenheit geraten. Eine uralte Tradition aus einer noch älteren Welt. Oh, wow. Das reinste Massaker. Ich kann keine Waffe benutzen, gar nichts. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich kann doch nicht mal Licht anmachen. Geschweige rennen. Ich bin müde. Ich trage diesen Titel nun schon so lange. Mutter. Er war bedeutungslos. Bis alles real wurde. Viel zu real. Ich dachte, sie würden mich respektieren, weil ich die Frau eines Colonels war. Wir hatten ein gutes, angenehmes Leben. Nach dem Ausbruch wollte mein Mann mich holen. Wir hatten keine Chance gegen die Horde. Wir wurden gebissen.
der Verblutete in meinen Armen. Er gab mir sein Zigarettendetektor und sagte mir, ich solle wegrennen. Er wollte mir nicht wehtun. Die Gläubigen haben mich weggezerrt. Sie waren gekommen, um ihre Mutter zu retten. Mhm. Es hat eine Weile gedauert, bis mir auffiel, dass mein Mann ja gar kein Raucher war. Ich sah in das Etui und fand eine Karte, einen Schlüssel und eine Notiz mit Ziffern. Sie führte uns hierher. Die Gesunden versuchten, den Strom wieder zum Laufen zu bekommen. Der Rest von uns suchte nach Medizin. Leider vergebens. Verschlossenen Behälter. Die Ziffern stellten sich als Code heraus. Im Innern waren seltsame Fiolen. Die anderen sahen mich an. Es hätte Medizin darin sein können, aber auch Gift. Ich spürte, dass ich mich bald verwandeln würde. Und mir wurde klar, dass mein Mann mich aus diesem Grund hierher geführt hatte. Ich liebte ihn. Ich vertraute ihm. Ich erinnere mich an meinen Geschmack. Säuerlich, so bitter wie Blut. Vielleicht war es sogar Blut. Ich wachte auf, hier unten, umgeben von den Überresten der Leute, die mir vertraut hatten. Das Licht war der Grund. Jemand hatte es schließlich geschafft, den Strom wieder einzuschalten. Und das Licht brachte mich zurück. Zu atmen ist eine Sache, aber die Flüssigkeit zu trinken, das ist etwas vollkommen anderes. Im Licht, in der Sonne, gehört mein Verstand mir. Ich bin so voller Liebe, du kannst es dir nicht vorstellen. Aber in der Dunkelheit dominiert meine neue Natur, herrenlos, tödlich. In der Dunkelheit riss ich meine eigenen Kinder voller Inbrunst in Stücke. Doch ich habe mir geschworen, die Mutter zu werden, die sie verdienen. Aber nun bist du gekommen, Kai. Und die Zeichen sagen mir, dass du derjenige bist, auf den ich gewartet habe. So ist es prophezeit, Kai. Und es wird kommen, ein Mann zu empfangen, die Gnade des Lichts. Durch das größte Opfer von allen. Und durch ihn wird der Gott der Sonne offenbart. Durch ihn wird er sprechen. Ich brauche doch nur diese Medizin, um meine Freunde zu retten. Sieh dir mein Gesicht an. Es gibt kein Heilmittel. Willst du, dass die Menschen so werden wie ich? Hör auf meine Stimme. Eine anbetungswürdige Evolution. Geist und Seele verbunden durch ein telepathisches Band. Wie poetisch. Sieh mich an. Und wenn die Dunkelheit kommt, was dann? Noch mehr Tote, noch mehr Qualen. Du kannst dich vor anderen verstecken. Aber wer wird sie vor dir verstecken? Aber wir müssen es nicht trinken. Vielleicht reicht der Dunst. Es spielt keine Rolle. Glaub mir doch endlich. Du hast den Dunst eingeatmet. Es wird länger dauern, aber du verwandelst dich bereits in ein solches Monster. Wie ich es bin. Nein, warte, das hör zu! Der hat das Experiment mit einer Sicherung versehen. Die gesamte Region kann gesäubert werden. Die Frage ist nur, bist du bereit, Tausende von Leben zu opfern, Kai? Unter anderem deins? Ein Opfer ist der einzige Ausweg? Verdammt, okay, ich bin ganz Ohr. Ich will nichts mit dieser Scheiße zu tun haben. Überlass mir einfach die Ampulle und lass mich gehen. Ich will doch nicht opfern, wenn es ja wirklich ein Heilmittel gibt. Ich meine, der andere Doktor arbeitet doch an einem Heilmittel, oder? Bist du verrückt? Ich will nichts damit zu tun haben und werde erst recht nicht deinen Gott der Sonne spielen. Gib mir einfach die Fiolen und lass mich gehen. Vielleicht wirst du es verstehen, wenn du es mit meinen Augen siehst. Du kleiner Narziss.
Setz dich mit dem Gott der Sonne gleich. Ich werde dir zeigen, wer du wirklich bist. Nein! Du verdammtes Monster! Ich mag zwar nicht mehr menschlich sein, doch ich bin voller Liebe für die Menschen. Eine Liebe, der du mich widersetzt. Und du weißt sicherlich, dass abgewiesene Liebe in Wut umschlägt. Wut, die auf dich gerichtet ist, Kyle Crane. Du wirst büßen für all die Leben, die ich dir Oh, wow. Well. War es wirklich die richtige Entscheidung? Die Dämpfe sind stark hier, nicht wahr? Wohin jetzt? Sie durchdringen die Haut, die Knochen, das Gehirn. Wo ist er? Ich kann deine Gedanken hören, Kyle. Deine Furcht. Ich werde dich holen kommen. Wo ist sie denn jetzt? Solch eine Verschwendung. Das hier kannst du nicht überleben. Whoa, 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 whoa. Ach du Scheiße, sind wir jetzt auch einer von diesen Schattenjägern geworden? Du wirst sterben, gebrochen, blutig, allein, durch meine Hand. Ich werde dich holen kommen. Wir können uns gar nicht heilen. Achso, er heilt sich selber. Achso. Was für ein Kampf. Komm her, Motherfucker. Zu gerne sehen, wie Crane jetzt aussieht. Oh, vorsichtig. Au, 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 vorsichtig, vorsichtig. Muss mich von den Schreien acht nehmen. Haben sie gleich, ja, haben sie gleich. Noch ein, zwei Schläge noch.
Nein, nicht so. Ja, das war's für dich, Monster, du. Zuerst bringe ich dich um, du Miststück. Und rette meine Freunde, während du in der Hölle schmorst. Getötet. Das ist ein Gift. Das ist kein Gift, das ist ein Heilmittel. Lena? Lena, ich komme zurück mit der Medizin. Wir werden allen helfen können. Sag Hampton, dass er jetzt alle Zeit der Welt hat. Nein. Sag ihm, dass wir eine neue Spur haben. Eine bessere Spur. Wo bin ich? Zeit heimzugehen. Was? Was ist los? Ach du Grundgütiger. Nach allen Anscheinen ist Crane außerhalb von Aran aufgetaucht, wo alles noch in Ordnung ist, wo keine Zombie-Invasion ist und so. So wie es ausgesehen, ich meine, Fahrzeuge fahren und alles mögliche. Kinder konnten auf dem Spielplatz spielen. Und Crane kommt raus und verwandelt sich in einen Schattenjäger. Ach du Scheiße. Ja. Was für ein Ende. Und ich hatte noch vermutet, dass wir Crane eventuell im zweiten Teil auch spielen könnten. Tja, ich glaube, das hat sich dann wohl erledigt. Zumindest in seiner menschlichen Gestalt. Dann ist wohl die komplette Welt dann jetzt im Arsch sozusagen. Wenn Crane jetzt angefangen hat, die Leute zu beißen und umzuwandeln und so, dann sind alle auch noch außerhalb von Aran infiziert dann. Na toll. Was wohl jetzt die andere Möglichkeit wäre, das hat sich irgendwie angehört, wenn er jetzt mehrere Tausende von Leuten opfern soll, um den Rest der Bevölkerung zu. Das hört sich irgendwie an, wie was die Regierung da machen wollte. Die wollte da die ganze Stadt ja bombardieren. Oh Mann. Ja. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das Story-DLC durchgeschafft. Das war The Following. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen.
Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Hätte nicht gedacht, dass das Story-DLC so lange gehen würde. Ja, ich bin schon mal wirklich sehr gespannt drauf, wie es in Teil 2 weitergehen wird, wie viele Jahre vergangen ist, ob das Ganze wirklich in derselben Umgebung spielen wird, wie jetzt in Harran oder vielleicht auch in anderen Städten oder so. Man weiß es ja nicht genau. Es spielt sich ja auch deutlich anders, so wie ich das in den Gameplay-Trailer gesehen habe. Es soll sich auch nicht mehr hauptsächlich um Zombies gehen, sondern um Revierkämpfe, menschliche Gegner und so. Und wie du mit den Leuten dann besser zu rankommen kannst und so. Du kannst dich entscheiden, willst du mit denen arbeiten, an den Handel eingehen oder willst du sie bekämpfen. Dann verändert sich das dann entweder so oder so. Ne? Also positiv, negativ oder neutral eben. Ne? Ich bin mal gespannt, wie es sein wird. Eventuell werden wir das wohl zu mehreren spielen, wenn es klappen sollte. Was wir ja auch eigentlich jetzt hier mit Dying Light eigentlich vorgehabt hätten. Man wird sehen. Ich glaube, weiß ich gar nicht, im März oder Mai soll das Spiel, glaube ich, rauskommen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon ein Release-Datum hat. Naja, wie dem auch sei, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es soweit ist, dass ihr da wieder dazu schauen würdet. Eventuell, wenn alles gut geht, sogar im Livestream. Aber das muss ich erstmal sehen, ob das so klappt, wie ich das mir vorstelle. Ja. Des Weiteren kann ich euch sagen, es geht demnächst auch noch mit dem Story-DLC zu Marvel Spider-Man weiter. Das hatte ich jetzt für eine kurze Zeit jetzt pausiert, damit ich hier Dying Light in Ruhe fertig machen konnte. Weil ich kam mit den Rendern von beiden Projekten nicht mehr hinterher, weil mein Rechner ist nicht der allerschnellste. Ich müsste mir irgendwann mal endlich meinen neuen holen, der wirklich schneller rendern kann und so. Deswegen hatte ich Spider-Man erstmal pausieren lassen. Das werde ich dann im Anschluss von Dying Light fortsetzen. Also könnt ihr euch da auch rüber freuen, falls ihr Spider-Man auch gerne verfolgt habt. Ja, in dem Sinne war es das erstmal zu Thema Dying Light. Das nächste Zombie-Spiel wird voraussichtlich am 25. Januar, also in knappen Monat. Also das wird natürlich Resident Evil 2 sein, wie soll es auch anders sein. Ich bin schon sehr gespannt drauf, wie es sein wird. Des Weiteren habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Doch, eins habe ich total vergessen, bei der Anfang der Aufnahmesession zu sagen. Ich wollte mich natürlich bei allen herzlich bedanken, die es möglich gemacht haben, dass ich 1000 Abonnenten zusammenkriege. Das hätte ich beim Liebe nie gedacht, wo ich damals meinen YouTube-Account eröffnet habe, dass ich jemals überhaupt die 300 Abo-Marke brechen würde, geschweige jetzt die 1000. Vielen, vielen Dank dafür, für eure Treue. Zutun und so. Es freut mich sehr. Ich werde, sobald ich Zeit finde, auch noch ein 1000 Abonnenten-Special machen. Das habe ich ja damals schon gesagt. Sobald ich die 1000 Abo-Marke geknackt habe, werde ich ja ein Video machen. Das werde ich wohl demnächst machen, sobald mein Weihnachtsurlaub anfängt. Dann habe ich genug Zeit. Ja, also freut euch drauf. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da zusehen würdet. Ob es live sein wird oder nur als normales Video, weiß ich noch nicht. Kommt doch mal an, wie ich das hinbekomme wegen der Kamera. Ne? Ich würde mich sehr freuen. In dem Sinne verabschiede ich mich erstmal von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr es anschauen mögt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben geben würdet. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare und ob ihr auch euch auf Teil 2 freut. Ich danke euch schon mal dafür. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, tut es gerne und vergesst nicht die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Macht's erstmal gut. Ciao, sagt euer Albert.
Wesker.